Tag Leute und willkommen zu dieser Folge City Skylines, die dritte inzwischen. Und wir befinden uns hier gerade in unserem Agrarbereich. Ist noch nicht sonderlich groß, aber ich finde es schon echt schön hier. Mir gefällt diese normale Industrie wirklich nicht sonderlich, muss ich sagen. Da baue ich dann lieber diese besondere Industrie, Erzindustrie, Ölindustrie, Agrarindustrie und Forstindustrie gefällt mir am besten. Also Agrar- und Forstindustrie gefallen mir am besten von allen. Aber am allermeisten dann doch die Agrarindustrie. Die wurde hier echt schön gebaut. Da ist ja auch noch ein bisschen Platz für Agrarindustrie. Hier haben wir dann noch Platz für Wohngebiete und Gewerbegebiete. Welche hier auch ganz schön gebaut werden. Vielleicht sollte ich hier noch eine Straße irgendwie durchziehen oder so. Oder ich baue irgendwas anderes später noch hin. Kann ich ja mal gucken. Ja, da. Kiesstraße. Wie sieht die denn aus? Was ist denn die Kiesstraße, wenn ich mal fragen darf? Ist ja cool. 30 darf man da fahren. Hier darf man 40 fahren. Die kostet auch gar nicht viel. Wir haben unseren Urlaub verlängert. Könnte bitte jemand in der Zwischenzeit unsere Pflanzen gießen? Der Schlüssel liegt unter dem Blumentopf auf der Veranda. Ja, genau. Schreibst du einfach noch ein bisschen öfter ins Internet, dass der Schlüssel unter der Veranda liegt. Dann wissen die lieben, netten Diebe auch direkt, wo du wohnst. Ich nehme gebildete Arbeiter. Ja, aber ich denke mal, unsere Schulen, die tun ja schon das Beste dazu, um für die nötige Bildung zu sorgen. Grundschule haben wir hier zwei Stück schon. Nein, wir haben doch nur eine Grundschule, oder? Das ist eine Grundschule und das ist eine Oberschule. Nein, wir haben zwei Grundschulen? Sag mir nicht, dass ich da zwei Grundschulen hingebaut habe. Nein, wir haben keine Oberschule. Ah, das ist wieder typisch ich, ne? Das ist wieder typisch ich. Es kann doch echt nicht euer Ernst sein, dass ich da gerade eine Grundschule gebaut habe. Dass mir das dann noch nicht aufgefallen ist, dass das eine Grundschule ist. Ich bin so ein Pfosten. Aber nein, hier meine Apotheke. Was ist das denn? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ja, es fehlen so ein bisschen die gebildeten Arbeiter, sehe ich. Und es fehlt so ein bisschen der Strom. Und da fehlt, und da ist ein kleines verlassenes Gebäude. Wo ist denn das verlassene Gebäude? Da hinten steht's. Das sind die, die keine gebildeten Arbeiter haben, ne? Ja, die sind das. Ich weiß es nicht. Ich bräuchte nur einen ungebildeten Arbeiter und noch fünf ungebildete, gebildete. Rubrik 2.0. Mischwaren. Oh, hier fehlen ganz viele gebildete Arbeiter. Bildet euch. Ich baue jetzt noch eine Oberschule, damit ihr euch mehr bildet. Aber bildet euch doch bitte. Wir brauchen euch gebildet. Bildet euch, bildet euch. Gut. Kommen da die Wasserleitung hin?
sollte noch bald auch irgendwie so ein bisschen gebildetere Arbeiter hier rauskommen. Highschool, da haben wir sie. Damit die alle in die Oberschule auch reinkommen. Und hier fehlen Arbeiter. Ah, ich hasse diese Probleme. Das ist ganz schlimm. Aber wir brauchen auch deutlich mehr Wohngebiete. Und hier brennt's. Da brennt's doch gar nicht. Ach doch, jetzt brennt's. In der Vogelsang-Residenz brennt's. Feuerwehr, da ist die Feuerwehr. Fährt die zur Vogelsang-Residenz? Ja. Ah. So. Eil zu Hilfe. Es brennt. Jetzt müssen die bis hier durchfahren. Logisch. Aber warum drehen die denn da nicht? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht so ganz, warum die da nicht gerade gedreht haben einfach. Warum die jetzt da hinten erst drehen und jetzt brennt die Vogelsang-Residenz schon lichterloh. Aber ich meine, da kommt ja die Feuerwehr und die wird das jetzt löschen und dann ist alles wieder prima. Sehr schön, jetzt ist die Feuerwehr da mit zwei Wegen auch noch. Ach du meine Güte, sieht das da aus? Alles voll verkokelt. Alles verbrannt, aber sie haben sie gerettet. Vogelsang-Residenz brennt nicht mehr, von daher alles im grünen Bereich. Kehrt zur Feuerwache zurück. Hier fehlen überall Arbeiter. Und es fehlt Bereich für Wohngebiete. Fällt mir gerade mal so auf. Eine Kleinstadt, endlich, endlich, endlich. Dann können wir jetzt auch den Transport herstellen von Bussen. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Hier kommt dann noch mal ein bisschen Gewerbe hin. Einfach mal so grob mit der... grob. Da so ein bisschen Gewerbe noch zwischengepackt. Und dann hier noch Wohngebiete. Das war eigentlich voll dumm, was ich da jetzt gemacht habe. Ich dachte, nicht mit der Verbindung werden, weil ich meinte, hier soll ja die lange Straße weitergeführt werden, die breite hier. An der Küste entlang. Und dann kann ich da rein jetzt die packen. Aber auch nichts anderes. So. Direkt an der Küste hier entlang. Die Straße. Das ist doch echt schön. Gab es nicht auch eine Karte, wo man sehen Bevölkerung? 15 Geburten pro Woche, ein Tod pro Woche. Das erinnert mich an was. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ebenen. Aber gibt es hier nicht auch so eine Karte, wo man sehen kann, wie gut es wo ist? Ach da, oder? Bodenrichtwert, genau. Hier ist der Bodenrichtwert echt hoch. Und an der Küste ist er immer generell hoch. Oder mittel zumindest. Mittel ist er, mittel. Und ich werde mich jetzt mal um die Busse kümmern. Damit die in unserer Stadt fahren. Da habe ich mir auch schon ein
Prinzip ausgedacht, wie ich das machen möchte. Aber erstmal brauchen wir dafür jetzt ein Busdepot. Und dafür haben wir erstmal nicht genug Geld. Und deswegen nehme ich ein Darlehen auf, weil ich das jetzt auf jeden Fall bauen möchte. Das Busdepot, weil das echt wichtig ist. Es ist laut, also bauen wir es ins Industriegebiet. Da haben wir unser Busdepot. Null Bus in Verwendung liegt daran, dass wir noch keine Buslinie haben. Aber die werde ich jetzt beginnen. Ja, und zwar möchte ich das folgendermaßen machen. Ich würde gerne einen Bus hier so durch das Wohngebiet durchfahren lassen. Ist der da, dass ich den da anfange, ist voll dumm. Also der startet hier, fährt dann hier so ein bisschen durch das Wohngebiet durch. Hier unten rein fährt er natürlich auch. Obwohl, nee, da fährt er nicht rein. Die Haltestelle kommt nur wieder weg, kurz. So. Jetzt hält er da. Dann fährt er hier rein. Und hier rein. Ich bin auch echt blöd, ne? Nehme die Haltestelle weg, dann nehme ich die Haltestelle weg. Dann fährt er erstmal hier hin. Fährt der Bus dahin. Dahin. Oder obwohl. Ne, ich habe noch eine bessere Idee. Wir fahren immer bessere Ideen ein. Den Bus werde ich jetzt hier außen rumfahren lassen, immer. So. Und so. Ich sollte den vielleicht auch vor der Oberschule anhalten lassen, direkt. Da ist die Oberschule. Da hält er auch direkt davor. Das ist gut. Vor der Grundschule wäre auch nicht schlecht, wenn er da halten würde. Aber naja. Dann da noch eine Haltestelle und dann fährt er wieder zurück. Genau, dann schließen wir die Linie erstmal ab. Dann bauen wir eine neue Buslinie. Diese neue Buslinie wird hier durch diese kleinen Bereiche durchfahren. Die fängt hier draußen an. In dem Bereich. So, und dann fährt die hier rum. Nein, dann fährt die hierher. Haltestelle hinzufügen. Fährt dann hier rein. So. Fährt sie hier wieder rein. Fährt sie da wieder rein. Ich merke, dass ich mich nach dem Bau dieser Linie erstmal ums Wasser und um Strom kümmern muss. Und zwar so schnell es geht. Direkt vor der Oberschule halten. Muss ich die jetzt zu Ende bringen hier? Die nie abschließen. So, und jetzt muss ich hier mich um den Strom kümmern. Bevor
sofort. Strom, Strom, Wasser, Wasser. Strom ist immer noch zu wenig, also brauchen wir ein neues Kraftwerk. Und zwar so schnell es geht dahin. So. Jetzt sollten sich alle Probleme in Luft auflösen. Da habe ich jetzt echt eine Scheiße gebaut. Ein bisschen. Aber die Abwasserklärung sollte doch jetzt auch wieder laufen, oder nicht? Ja, jetzt gehen die Probleme auch weg. Die Abwasserprobleme. Und damit läuft alles wieder. Ist doch schon mal schön. Und jetzt kann ich nebenbei auch, daran habe ich gar nicht gedacht, die Erzindustrie hier ausweisen. Und damit kann ich jetzt auch den Bereich hier mit Industrie markieren. Das nämlich auch. Hier ist unser Agrarbereich, der ist schon sehr gut gewachsen. Gefällt mir wirklich gut. Muss ich einfach mal so sagen. Und die Straßen werden voller. Muss ich auch einfach mal so sagen. Aber ich meine, dafür haben wir unsere Busse hier. Und die sind auch echt voll. Ach nee. Ganz leer. Drei Leute sind da drin. Es sind echt ein paar zu viele Busse unterwegs, kann das sein? Buslinie 1. Es sind aber viele Busse unterwegs. Bin ich so der Meinung und ich finde die Straße sehr, sehr eng. Aber naja, das wird schon passen irgendwie. Bio-Lebensmittel haben wir hier. Ganz großes, ganz großen Stand. Aber damit würde ich sagen, dass das erstmal war in dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye bye und ciao.